Ja, wir sind ja beim Thema Qualitätskosten. Da gibt es natürlich auch eine ordentliche Definition, ne? Schauen wir mal in eine Norm, die vielleicht nicht jedem so Gott gegeben ist. Das ist die DIN 55350-11. Sagen Sie nicht, dass Sie die schon mal gehört haben. Da steht dann folgender Satz zum Thema Qualitätskosten. Qualitätskosten sind Kosten, die vorwiegend durch Qualitätsforderungen verursacht sind. Also Qualitätsforderungen, das sind ja Dinge, die von außen und auch von innen kommen, ja, oder auch vom Gesetzgeber kommen. Das heißt, Kosten, die durch Tätigkeiten der Fehlerverhütung, durch planmäßige Qualitätsprüfungen sowie durch intern oder extern festgestellte Fehler verursacht sind. Ja, das sind typische DIN-Formulierung auch, da wollen wir mal ein bisschen näher ran. Ne? Was heißt das jetzt eigentlich alles interne, externe Fehler? Was sind eigentlich geplante Prüfungen auch? Ne? Schauen wir mal auf eine kleine Gliederung, die so traditionell sich über viele Jahre durchgesetzt hat und auch heute noch lange nicht falsch ist. Das ist also der traditionelle Qualitätskostengliederungsansatz. Wir haben da drei Parteien. Ne? Wir haben einmal die Fehlerverhütungskosten oder auch Fehlervermeidungskosten genannt. Nennen auch gerne mal, das sind die guten Kosten. Ja, wenn man vielleicht im Schwabenland gerade ist, dann gibt es ja auch keine guten Kosten. Da sind ja auch Kosten immer was Schlechtes. Ne? Aber reden wir mal von den guten Kosten. Das sind auch überwiegend geplante Kosten. Ja, und da gibt es die Fehlerkosten. Die Fehlerkosten hören sich erstmal nicht so gut an. Und die kann man nochmal unterscheiden in interne und externe Fehlerkosten, je nachdem, wo sie halt gerade dann erstmalig aufgetreten sind. Und dazwischen gibt es so eine Art neutralen Block. Das sind die Prüfkosten. Ja. Wollen wir uns die jetzt noch mal ein bisschen detaillierter anschauen? Gehen wir erstmal in die guten Kosten rein. Ja, Fehlervermeidungskosten, Verhütungskosten. Ja, das ist alles, was ich eigentlich auf der Präventionsseite mache, damit ich eigentlich vielleicht Schlimmeres, was vielleicht später passieren kann, wie ich es nicht mache, verhindere auch. Oder wo ich vielleicht auch versuche, aktiv Chancen oder Dinge zu nutzen, auch wo ich sage, also das sind Opportunitätsmöglichkeiten, die ich da habe. Ja? Zum Beispiel Qualitätsplanung. Ja? Aber auch Lieferanten. Beurteilung, Lieferantenbewertung ist ja auch in der ISO 9001 praktisch ein ganz wesentlicher Punkt, auch eine Normforderung. Sie müssen in bestimmten Abständen ihre Lieferanten bewerten, nach bestimmten Kriterien, die sie selber aufstellen auch. Und das sollten auch gerne alle gleichermaßen tun. Wenn das im Einkauf passiert, sind es also verschiedene Einkäufe, die nach gleichen Kriterien ihre Lieferanten vielleicht in A, B, C-Lieferanten einteilen. Und beim Audit wird das auch überprüft, ja. Weil sie sich nämlich damit dem Risiko nicht so sehr aussetzen, dass sie da also praktisch nicht erkennen, dass bei Lieferanten was schlechter wird, dass einer bei der Auswahl vielleicht gar nicht hätte ausgewählt werden dürfen oder, ja. Schulung. Ja, natürlich macht Schulung nur dann Sinn, wenn auch Mitarbeiter geschult werden über Dinge, die sie auch nachher anwenden können und wo sie auch die Fähigkeit haben, das überhaupt zu erlernen. Also Schulungen müssen auch effektiv und am besten auch effizient sein. Ja, Prüfplanung. Ja, überrascht ein bisschen, dass er nicht beim Thema Prüfkosten ist, aber das Planerische wird dann oft zum Thema Fehlervermeidungskosten gerechnet und natürlich das Thema QM-Audits, ein Managementbezug, ja, Managementprozess. Man könnte sagen, Audit ist auch eine Art Prüfung, hätte also auch theoretisch bei Prüfkosten sein können, wird aber normalerweise hier angesiedelt. Aber da sehen Sie, es gibt auch schon mal Punkte, da könnte man verschiedener Meinung sein, ob ich das jetzt unter Fehlervermeidungskosten oder das Thema geplante Prüfung einsetze. Ja, ja und die Leitung natürlich des Qualitätswesens auch. Wir unterscheiden oft in Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement. Qualitätssicherung ist überwiegend so ein bisschen die Gegenwart. Zu bewerkstelligen auch, ne, und zu schauen, dass der Kunde keine schlechte Ware, keine schlechte Dienstleistung bekommt. Qualitätsmanagement geht ein bisschen mehr in Richtung Zukunft, wo man versucht also auch eigentlich auf ein höheres, auf ein neues Niveau zu kommen. Ja. Kommen wir dann zu den Fehlerkosten. Ja, die heißt ja nicht umsonst so. Da gibt es dann wieder interne und externe Fehlerkosten, wie gesagt. Und die internen Fehlerkosten, das sind in der Regel Fehler, die Kosten verursachen, die ich intern noch bemerke. Ne? Ausschuss, Nacharbeitskosten habe ich da, Wertminderung, wenn ich mit dem Gabelstapel irgendwo vorfahre und kann es nachher nur noch billiger verkaufen. Ja? B-Ware vielleicht, qualitätsbedingte Ausfallzeit, wo ich also eigentlich gut produzieren könnte an meiner Anlage, aber leider bestimmte Rohstoffe oder Teile, bestimmte Qualitätsnachteile haben auch, sodass ich dann nachher vielleicht eine Zeit lang mal gar nicht fertigen kann dann auch, ne, obwohl die Anlage super dasteht. Und das sind natürlich sofort auch Kosten, Ausfallkosten, die dadurch Qualität entstehen. Interne Fehlerkosten sind schlimm genug. Externe sind vielleicht noch mal ein bisschen schlimmer, weil ich dann auch diese Kosten für Ausschuss, Nacharbeit, Gewährleistung, Garantie und Haftung vielleicht sogar auch habe. Aber leider noch gleichzeitig ein Imageverlust, weil wenn es bei mir intern auffällt, kann ich ja noch rechtzeitig irgendwas reparieren, ausschleusen oder anderweitig verkaufen. Ja, da hat der Kunde erstmal nichts gemerkt, aber wenn es extern passiert, hat es der Kunde oder jemand anderes auch bemerkt. Und dann ist natürlich auch ein Vertrauensverlust da, unabhängig davon,
Ob ich jetzt Kulanz gebe, denkt der Kunde sich, oh, wenn das aber morgen wieder passiert, habe ich folgende Folgeprobleme und, und. Ja, da hängt eine ganze Menge dran. Ja. Und Image, das natürlich in Kosten umzurechnen, das wird dem Controller nicht ganz gelingen, aber jeder weiß, schlechtes Image heißt natürlich auch, letztendlich auch auf der wirtschaftlichen Seite ein Problem zu haben. Ja, das waren interne und externe Fehlerkosten. Und dann haben wir noch einen Block in der Mitte, das sind die Prüfkosten. Die wird allgemein so ein bisschen als neutral angesehen, wobei hier in erster Linie überwiegend auch die geplanten Prüfkosten stehen. Das ist sowas wie Kosten, die ich brauche für Wareneingangsprüfungen, für Zwischenprüfungen, für Endkontrollprüfungen, für Abnahmeprüfungen. Natürlich die Prüfmittel selber, die ich beschaffen muss, aber die ich auch in bestimmten Abständen kalibrieren lassen muss, verifizieren lassen muss, intern oder auch durch externe verrichtet, ja, Aufzeichnungen, die ich anfertigen muss. Ja. Das sind also überwiegend so die geplanten Prüfkosten. Man könnte natürlich auch die einen oder anderen ungeplanten da haben, wenn ich irgendwelche Wiederholungsprüfungen vielleicht machen muss. Ja, da ist auch wieder die Frage, bleibt das jetzt bei den Prüfkosten oder sage ich eine Wiederholungsprüfung? Da ist ja ein Fehler passiert. Die Prüfung konnte beim ersten Mal nicht gut durchgeführt werden. Ich muss sie nochmal wiederholen und haue ich das nicht vielleicht lieber wieder in den Block interne Fehlerkosten? Ne? Da wird es auch intern mal Diskussionen geben. Das ist auch gar nicht so relevant, denke ich mal, ob man das richtig oder falsch macht, sondern man muss es halt dann immer gleich machen auch, damit es auch vergleichbar ist. Ja, also das war so ein bisschen die traditionelle Aufteilung der Qualitätskosten in Fehlervermeidungskosten, ja, in Fehlerkosten, intern, extern und dann nochmal in Prüfkosten.